Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Profit an einem wundervollen Montag. Oh yeah! So, wir waren vorm Turan-Gefängnis stehen geblieben. Oh, jetzt juckt meine Nase. Wir waren vorm Turan-Gefängnis stehen geblieben und wir müssten theoretisch gesehen eigentlich da rein wegen irgendwas. Ich glaube, die Henkerwaffen. Und irgendeinem Davis Elton, glaube ich. Das Ding ist, ich habe hier hinten eine Malcolm Elton. Das Ablenkungsmanöver. Das müsste ja außerhalb des Turan-Gefängnisses sein. Ich bin gerade am überlegen, ob wir da erst hinlaufen, die Quest abgeben und dann wieder reingehen. Werden wir doch einfach mal tun. Oh yeah! So, gucken wir mal, wo der ist. Da drinnen ist er. Da drinnen ist er irgendwo hier. Da. Den gehen wir bei dem erstmal die Quest ab. Schade, ich dachte, er hat gleich eine neue. Schade. Naja. Dann halt nicht. So, dann gehen wir mal rein. Gucken, was wir haben. Gucken. Ich freue mich. Ich freue mich tierisch. So. Wir mussten hier die ganzen... Ach, da sind sie ja schon. Auf die habe ich gewartet. Ah, verdammt! So. Da hätte ich doch glatt die Buffs vergessen. So ein Cheater. Ach, Jung. Das kann doch nicht werden. So. Hier drinnen sind wieder zwei. Das wissen wir noch von letzter Woche. Sack. Stirb einfach. Stirb. So. Da ist ja immer noch einer drin. Mein Gott. So. Ist hier noch einer drin? Nö. Kommt her. Ja, komm, du auch noch. Hat sich gelohnt. Hat sich auch gelohnt. Lohnt sich. So, hier, Henkerwaffen. Ach, Leute. Oh mein Gott, wie viele kommen denn hier immer? Du?
Hier hätte ich meine Henkerwaffen, die wir brauchen. So, wir brauchen noch 4 Stück. Mies. Ist aber mies. Ja, kannst ruhig da stehen bleiben. Mein Gott. Achso, das ist schwer. So, die können wir eh nicht tragen. Mann, ein Fels in der Brandung. Oh mein Gott. So. Wow, wow. Der ist down. Schalalalalala. Warum muss ich jetzt da reinspringen? Öffnet das Tor. Welches Tor? Wo steckt Brian Xian? Ach Leute. Böse Henker. Oh, hier sind auch noch Quests drin. Oh. Och man. Wir können das hier mal schnell durchziehen. Aber nein. Bloß nicht. Bloß nicht schnell. Oh. Panzert das doch. Sag mal. Seit wann sind Skorpione gepanzert? So. Das ist trotzdem auf Fress, Alter. Aufs Fressbrett. Uah! Wo kommst du denn her? Du mieses, kleines Vieh. Da. Ach, Leute. Das kann doch nicht gut gehen. I hope all is well. Beschafft. Kerkaratte. What? Was? Was wäre ein Gefangener mit einer Kerkaratte? Bitte. Yep. Oh. 3 Leute. Oh, nee. Ich hab noch einen Fetter. Fressbrett. Nein, ich bin gestunt. Nein. Ich habe gerade festgestellt, dass mir meine Buffs gefehlt haben hier. Bin noch gar nicht so lange drin. Uah! Freundchen! Kannst mich doch nicht so erschrecken! Geh mal nach Hause! So, Kerkeratten. Hier, Kerkeratten. Das reicht schon? Die einfach. Naja, gut. Wenn ihr meint. Und da kommt die Spinne schon angeschwebt. Ja, toll. Gerade die Spinne. Platt. Beziehungsweise kurz vor platt machen. War hier noch eine Attacke und dann, hat hier keinen Sinn. Na, super. Das war eine Attacke für den.
Spinnen. So. Drachensplitter. Der Donnerschmerz. Alter, da sind zwei Spinnen. Alter, die Spinnen sind ja hier überall. Was sind das für ein Kerker? Uah! Natürlich, Freundchen. Pumpernickel hier. Das dachtest du hier vielleicht. Arsch. Da kommt gleich der nächste. Natürlich. Ich nicht besiegen kann. Ach, jung, 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 jung. So. Weiter jetzt. Wir machen mal hier oben Gefängnistarante. Sieht aus wie jeder andere Tarantel in dem Game auch. Aber das ist eine ganz besondere Art. Das ist eine Gefängnistarantel. So. In der Theorie brauchen wir die bösen Henker eigentlich ja gar nicht mehr. In der Theorie. Oh, müsste so einen Umweg laufen. Hä? Die Logik habe ich jetzt nicht ganz verstanden. So, damit kriegst du den hier. Oh. Die sind nett. Die Schürchen. Sodle. Boah, da ist ja noch einer. So. Chris. Chris, du auf Festbrett, Alter. So, warte weg. Gefängnistarantel. Kriegen halt alle auf Festbrett. Boah! Von hinten hier angeschlichen oder was? Ist ja nicht. Alter, jetzt kommt doch von der anderen Seite noch einer. Auch noch so ein fettes Viech. Das bei den einen erledigen. Dann kümmern wir uns um den anderen. Alter. So. Das war... Ja. Ne? Komm, nehmen wir erstmal mit. Nehmen wir auch erstmal mit. So, öffnet das Tor. Achso, okay. Something's not right.
Elder Dragons protect you. Soll ich bei dem machen? Beschafft Gegenmittel. Hey, Dragons be with you. Der ist eigentlich. Wo steht Brian? Es ist nutzlos, wir kriegen das nie ohne den Gefängnistorschlüssel auf. Elder Dragons protect you. Okay, also Gefängnistorschlüssel. Ah, okay. Da muss ich rein. Verstehe. Alter, das ist ja so eine Fettbrandel. Finsternis Gefängnis. Witwe. Ach du Scheiße, das kann nicht. Das Vieh war jetzt ein bisschen. Ein bisschen. Na komm her, nehme ich dich auch noch mit. Das war jetzt anscheinend nur das Gegenmittel. Ich dachte, da ist der Schlüssel drin. Wie uncool ist das denn? I'm so busy lately. Brief für Leiden. Leiden kriegt einen Brief, ja. Ausnahmsweise. Oder auch nicht. Gucken wir mal. Falls ich nicht finden sollte. Oh. Wo zur Hölle ist denn dieser Schlüssel? Zellentür. Brian Seiten. Der muss doch. Lord Roman Accent. Tudok. Ach, die beiden muss ich ja eh. Nee. Na, den muss ich töten. Oh Gott, ich wette, ich muss da nochmal rein, um den anderen noch zu töten. Panzers. Die wollen ja alle immer nichts von mir. Den Sack gehen. So. Mann! Warum hat er nicht sich geheilt? Ich hab doch gerade auf Heilen gedrückt. Ach, wie mir das manchmal auf den Sack geht. Weil der Vorteil ist, im Dungeon startest du halt am Anfang des Dungeons, aber du musst jetzt nicht nochmal alle bekämpfen. Ja, weil ich finde, dass du alle bekämpft hast. So, wir werden mal noch kurz, bevor das Ding da fertig ist. Warte mal, hier noch die eine Quest, wenn wir schon mal hier sind. So, dann haben wir nämlich auch Level 69 erreicht, sind wir noch ein Ticken stärker. Bäh. Bäh. So, wir waren irgendwo da hinten. Dann können wir nämlich auch da hinten hinlaufen und dann machen wir die gleich platt. So, an dieser Stelle mache ich aber einen kleinen Cut.
Wir sehen uns am Donnerstag an derselben Stelle, in derselben Welle wieder und werden dann gucken, dass wir weiter durchkommen und diesen Lord da besiegen, den Schlüssel finden, das Tor öffnen können und dann die ganzen Quests abgeben können. Das wird eine Menge. Von daher, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Videos. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns Donnerstag. Bis dahin, euer Schröti. Ciao!